Hallo Braunschweig. Für viele, die es noch nicht wissen, wir haben uns jetzt bei der Mahnwache Braunschweig auch in einigen Gruppen zusammengefunden, wo wir auch ganz aktiv etwas tun, weil es bringt nichts, sich jeden Montag einfach nur hierher zu stellen und zu sagen, wir sind für Frieden. Wir sollten anfangen, vielleicht auch an unserem inneren Frieden zu arbeiten, denn der Frieden ist der Weg. Unter anderem in unserer Arbeitsgruppe Ernährung und Gesundheit. Wir haben zwar die Termine jetzt noch nicht, aber es wird eine Kräuterwanderung geben, es wird eine Pilzwanderung geben. Wir wollen einen Leitfaden erstellen und so haben wir auch einige andere Arbeitsgruppen und wer da mitarbeiten möchte, der kann das gerne tun. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Einfach bei uns melden oder bei Facebook melden. Ich sage euch jetzt mal, wie es mir hier jeden Montag geht. Es ist wie eine Familie. Und das empfinde ich so. Ich komme hierher und ich habe Menschen, mit denen ich mich verstehe, die dieselben Gedanken wie ich teile. Und ich sitze nicht mehr allein in meinem Kämmerlein und muss grübeln. Dasselbe ist, was hier jetzt entstanden ist, wir helfen uns gegeneinander. Gegenseitig, untereinander. Wenn einer ein Problem hat, dann überlegen wir, wie wir gemeinsam ihm helfen können. Und genau dazu möchte ich euch alle aufrufen, dass ihr überlegt, kann ich vielleicht meinem Nachbarn helfen? Kann ich oder melde ich mich mal wieder bei meiner Familie, bei meinen Freunden, frage, wie geht's euch? Wenn ich jemanden sehe, dass was runtergefallen ist oder sonst irgendwas, helfen, aufheben, sonst den Leuten die Hand reichen. Die alten Sachen, was wir eigentlich, so wie wir als Kinder erzogen worden sind, Liebe und Hilfsbereitschaft, das wiederleben. Ich weiß, dass viele das von euch tun. Aber ich rufe eben auch wirklich alle auf, kommt zurück, geht weg vom Konsum. Der Konsum, der macht euch unglücklich. Es muss nicht das nächste neue Handy sein oder die neue Jeans oder neue Playstation oder sonst irgendwas. Es macht euch nicht glücklich. Es soll euch nur dazu verführen, dass ihr eure Zeit sinnlos verplempert. Ihr werdet stundenlang mit irgendwelchen Computerspielen festgehalten und habt nicht die Möglichkeiten, der Zeit nachzudenken. Wenn ihr aber diese Sachen mal bleiben lasst und einfach bloß mal im Internet anfangt zu recherchieren, dann werdet ihr sehen, ihr werdet auf Themen stoßen, die ihr euch ja gar nicht vorstellen konntet. Und redet dann mit euren Mitmenschen darüber, auch wenn sie vielleicht nicht so weit sind wie ihr. Ihr müsst sie dort abholen, wo sie stehen. Das ist ein langer und mühsamer Weg. Ich merke das selber. Und jedem, der das tut und jeder, der sich deswegen in seiner Familie, in seinem Freundeskreis und so weiter einsam fühlt, dem sage ich, es geht, du stehst nicht alleine, uns geht es auch so. Unsere Freunde schauen uns auch komisch an, unsere Familien schauen uns komisch an. Mir wurde gesagt, ich wäre fanatisch und eine Verschwörungstheoretikerin. Okay, bin ich das halt, wenn Sie das meinen. Aber es ficht mich nicht mehr an, es ist mir egal mittlerweile. Und nur durch dieses Reden, dieses permanente auf Probleme aufmerksam machen, werden noch mehr Menschen aufwachen. Und ihr werdet sehen, ihr kommt wieder miteinander ins Gespräch, ihr werdet einen Konsens finden und so kommt ihr wieder mehr zu einem Miteinander. Und das ist das, was ich so toll an der Mahnwache finde, dass wir hier eine große Familie sind. Und dafür danke ich euch.